Ja, heute habe ich mit einer Klientin telefoniert und die hat zu mir gesagt, diese Corona-Krise ist die Hölle für sie. Und dann ging es darum, sozusagen Wege aus der Hölle ins Licht zu finden für sie und ihr zu helfen mit dieser Situation besser umzugehen. Wie ich jung war, mit 24 Jahren, habe ich die großen Exerzitien des heiligen Ignatius gemacht. Und diese Exerzitien, die führen dahin, dass man die Bibel sozusagen von innen her erlebt, gewissermaßen verkostet. Der große Ignatius sagt einmal, nicht das Vielwissen sättigt und befriedigt die Seele, sondern das Verkosten und Verspüren der Dinge von innen. Und eine Meditation ist in diesen Exerzitien sogar die Meditation der Hölle. Und ich kann mich erinnern, der Exerzitienmeister führte uns, also die Gruppe der Exerzitienteilnehmer in diese Meditation kurz ein und einer sagte, die Hölle gibt es nicht. Und dann hat der Exerzitienmeister Pater Graupner damals gesagt, die Hölle steckt in jedem von uns. Und ich habe dann diese Meditation gemacht und sie ist sicherlich sehr reinigend, wenn man sie macht. Man sollte sie aber immer nur im Zusammenhang mit dem anderen Pol machen und vor allen Dingen mit der übergeordneten Ebene des Geistes, wo man diese Dualität zwischen Himmel und Hölle verlässt und sich auf das Größere und Wahrere besinnt. Es gibt eine schöne Geschichte aus dem Judentum. Ein Rabbi kommt zu Gott und er sagt, jetzt ist endlich Zeit zu erfahren, wie Himmel ist und wie Hölle ist. Und Gott nimmt ihn mit und zeigt ihm einen Raum, in dem mehrere Menschen um einen großen Topf sitzen, der voller herrlicher Nahrungsmittel ist. Und jeder hat einen ganz, ganz langen Löffel. Und sie versuchen mit diesem zu langen Löffel sich selber das Essen zum Mund zu führen und keiner bekommt natürlich etwas in seinen Mund. Und dann nimmt der liebe Gott diesen Rabbi mit zu einem Raum, wo um einen gleichen Topf mit den gleichen Nahrungsmitteln die Menschen sitzen. Und jeder füttert sein Gegenüber mit diesem übergroßen Löffel und so werden alle satt und können sich an diesem Essen laben. Jetzt sagt der Rabbi, weiß ich, was Himmel ist und was Hölle ist. Und so wie drinnen, so ist es auch draußen, dass wir es schaffen, mit anderen draußen gütig zu sein und in uns selber mit uns selber gütig. Das ist das, was wir hier auf dieser Erde, an diesem Ort als ersten Schritt in Richtung Himmel gehen können. Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg dahin alles, alles Gute und freue mich bei einem späteren Video oder vielleicht im richtigen Leben, wenn jetzt diese Corona-Krise zu Ende ist, Sie wiederzusehen. Bis dahin alles Gute, Ihr Matthias Möller.